Klone, ein neues Sci-Fi-Drama und die wirklich allerletzte Runde für Mad Men. All das jetzt im US-Serienplaner für den April. Die Ära Mad Men geht zu Ende. Ab 5. April strahlt AMC die letzten 7 Folgen der 7. Staffel aus. Fast parallel dazu wird es dann auch in Deutschland zu sehen sein. Und danach sind die Geschichten um Don Draper, die Männer und Frauen in der Madison Avenue leider irgendwann wirklich vorbei. Aber 7 Folgen haben wir noch, die wir gucken können, auch wenn wir nicht wirklich wissen, was da drin passieren wird. Wie für Mad Men üblich ist der Teaser total schön und kunstvoll gemacht, verrät aber nichts darüber, was uns erwartet. Deswegen angucken ab 5. April bei AMC. So, ihr sollt auch was zu lachen haben, kein Grund zu weinen, nur weil Mad Men vorbei ist. Dafür gibt es eine 5. Staffel von Louis ab 9. April bei FX. Eine kurze Staffel, aber immer noch besser als gar keine Staffel. Wir dürfen uns auf 8 Folgen freuen, also schaltet ein. Ist eine echt gute Comedy und auch Tipp unserer Redaktion. Louis, you're gonna die. Silicon Valley geht in eine 2. Staffel. Ab 12. April kann man das Ganze wieder auf HBO sehen. Und wie der Name schon sagt, spielt das Ganze natürlich auch im Silicon Valley. Und wir freuen uns auf unsere Lieblingsnerds, die probieren ihren Arbeitsalltag dann irgendwie zu optimieren, aber irgendwie auch immer auf Probleme stoßen, wenn so viele kluge Köpfe auf einem Haufen sitzen. Also schaut es euch am besten an ab 12. April bei HBO. Fucking animals. Motherfuck! Ich hab's euch versprochen, es gibt ein neues Sci-Fi-Drama und zwar auf The CW, The Messengers, ab 17. April. Es hört sich echt spannend an. Das Science-Fiction-Drama The Messengers handelt von einer 5-köpfigen Gruppe Fremder ohne Verbindung zueinander, die von einem Energiepuls erwischt werden, nachdem ein mysteriöses Objekt auf die Erde gestürzt ist. Zu ihrer Überraschung erwachen sie wieder und stellen fest, dass sie mit außerordentlichen Kräften ausgestattet sind, die sie selbst kaum begreifen, gab's noch nicht vorher. Große Rätsel gibt die Figur auf, die nur als The Man bekannt ist. Denn er bringt Tod und Verderben dorthin, wo er erscheint. Die Apokalypse scheint in Gang gebracht worden zu sein und das Quintett ist entweder die Engel des Weltuntergangs oder aber die einzige Hoffnung, das Ende der Welt zu verhindern. Oh mein Gott! The Messengers, The CW, ab 17. April. Heed my words or perish. Don't be scared. For I am a messenger. Welcome to the Clone Club. Orphan Black geht in eine 3. Staffel ab 18. April auf BBC America. Und es gab ja einen echt heftigen Cliffhanger am Ende der 2. Staffel. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders auf die männlichen Castor-Klone. Aber auch Helena hat im Trailer etwas angekündigt. One day they kill you all. Nö, ich gehe nicht, bevor ich nicht auf Game of Thrones hingewiesen habe. Ab 12. April läuft auch in den USA Weltpremiere, 5. Staffel Game of Thrones. HBO gucken oder so, oder dann halt in Deutschland. Aber Game of Thrones gucken? Nö, jetzt kann ich gehen. Okay, Serienplaner für Deutschland haben wir natürlich auch, wie immer. Da wird auch auf Game of Thrones hingewiesen. Hauptsache, ihr guckt es euch an jetzt. Tschüss, bis bald. Kennst du den Takt? Willst du noch einen normalen Klapp? Ich dachte, du wolltest mich unterbrechen. Ich hab Freude. Freude hinter der Kamera.